Let's Play Tomb Raider 7 Legend. Guten Tag, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ihre Zugfahrt endet in Kürze. Sie haben die erste Klasse betreten und darum verabschieden wir uns von Ihnen. Sollten Sie mit der zweiten Klasse gefahren sein, bitte verpissen Sie sich. Nein, Entschuldigung. Willkommen zu Let's Play Tomb Raider 7 Legend. So, wir müssen gucken, wie wir darüber kommen. Ja, ich muss kurz selber überlegen, ey. Warte. Kommen wir da nicht hoch oder so? Leute, wie geht denn das jetzt? Okay, es ist schon ein bisschen... Es ist schon 3 Tage her, wo ich das letzte Mal gemacht habe. So, und hoch. Und zack. Zack. Sind wir auf der falschen Spur oder sind wir auf der richtigen Fährte? Wir sind auf der richtigen Fährte. Denn wir spielen Tomb Raider Legend. So, und... Ah, komm. Ja, das hast du gut gemacht, Lara. Und hoch. Hoch, mein Schatz. So. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei Tomb Raider 7 Legend. Ich wollte schon sagen, Tomb Raider 6, die Angel of Darkness. Nein, die spielen wir gar nicht mehr. So, und weiter, Lara. Und komm, wir schaffen das. Chaka. Chaka, laka, laka. Wajapsa. Und zack. Und, wow. Und zack, 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 zack. Oh, nee, das wollen wir nicht. Ja, schön, dass ihr dabei seid, Freunde. Das freut mich natürlich jedes Mal. Und F. Und runter, und runter, und runter, und runter. So. Was wir was uns jetzt hier erwartet, seid gespannt. Das wird lustig. Das wird wirklich lustig. So. Und wir klettern erstmal ein bisschen hoch. Zack, 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 zack. Drehen das Püppchen. Ach, guck mal, da vorne sind Söldner, Leute. So. Ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Ticken höher. Kleinen Ticken müssen wir noch höher. Und dann sollte es reichen. Mal gucken, ob das geht. So, ein bisschen Anschwung nehmen, Freunde. So, Lara, kannst du Anschwung nehmen? Kannst du das? Ja. Oh, sieht so aus. Und zack! Gut gemacht. Ja, so ist... Ach so, nee. So soll das sein, Freunde. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Tomb Raider überhaupt allgemein. Auf meinem Kanal. Ja, das ist geil. Hallo, ich habe gerade die Beschleunigungstaste gedrückt. Genau. Und rein da. So, wir sind irgendwo drinne. Ihr fragt euch jetzt, was soll das? Ich weiß es. Ich zeig's euch. So, wir sind in einem Raum eingesperrt oder eingeschlossen, der uns jetzt etwas bringt. Der bringt uns nämlich... Ja. Yeah. Lass einfach los, Lara. So. Murmeli. Murmel runter. Mürmeli. Bosch. Fällst du von selbst runter oder brauchst du Unterstützung? Na. Ja, so soll's sein. So, wir schauen, was wir jetzt hier tun können. F und runter. So, Freunde. Wir wollen unseren Spaß haben und den werden wir auch haben. Und zack. Einmal rüber und was ist da unter uns? Ja. So, drehen wir die Kameraperspektive mal ein bisschen und zack. Und runter. So, zack. Und zack. Schön gemeistert. So, wo ist die Kugel gelandet? Wir suchen eine runtergefallene Kugel. Wir suchen eine. Da ist sie ja. Wir suchen eine runtergefallene Kugel. Ihr fragt euch jetzt, warum ich das mache. Ja, warum mache ich sowas? Nein, ich bin nicht bekloppt. Nein, das bin ich nicht. Ich mache es aus einem ganz bestimmten Grund. Den Grund werdet ihr gleich sehen. Ihr seht das mittlere Ding da. Ja. Was ist los? Das Kügelchen. Und schon bekommen wir ein kleines Geschenk. Ja. Und einmal Gold für uns, Freunde. Gold für uns. So soll's sein. So soll's doch sein. Das muss doch alles so sein. Ah, Lara, mach, dass du da an diese Leiter kommst. Zack. Ich weiß gar nicht, was für ein Level hier nachkommt. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, da sind wir ganz doll gespannt, Freunde. Wir sind super gespannt. Und hoch. Zack, 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 zack. So, und zack. Und Leute, wir haben auch noch das Crofthaus vor uns. Ja, das Crofthaus. Das kommt auch noch. Das ist noch nicht beendet, das Spiel. Nein. Laras Haus. So, und Jump! Sehr gut. So soll es sein. Jump! Und wieder fixieren.
Achso, wir können ein bisschen Gas geben, Freunde. So, runter, 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 runter. So, Lara Croft. Lara, du bist meine beste Freundin. Zack! Und Radadapeng. So, wir wollen ein bisschen höher. So, wollen Lara ein bisschen drehen. So reicht das. Und wir wollen darüber. Wir wollen im Prinzip darauf. Ich hoffe, sie kriegt da genug Anschwung. Sehen. Du, ob sie runtergefallen ist? Vielleicht ja, ist sie. Ihr Glück? Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das Knie? Was geht dich das an? Ich sehe sie! Ich auch! Ich sehe sie auch! Ziel in Reichweite! Ja, Ben. Ja. Danke. Hallo, ich möchte gerne eure Munition haben. Okay. Okay, dann nehmen wir mal die Granaten hier auf. Achso, das geht gar nicht mehr. Hab ich schon gemacht. So, Hi! Wenn ich auf dich zukomme, habe ich dich gekillt, mein Freund. So, wir versuchen uns hier aus dieser verzwickten Situation zu retten. Hier sind zwar ein paar Söldner. So, Brash! Alter, fick dich, mein Kollege. So, du auch noch. Uah, so. Du bist jetzt Elefantenmus, mein Freund. So, wir machen weiter. Ach ja. Tschüss. Nein, ich bin falsch gegangen. So, ich krieg Bescheid gerade aus meiner Regie, von meiner Regieassistenz, dass ich zu dem Seil muss. Ja. Eigentlich weiß ich das, aber meine Regieassistentin ist eben die Beste. Ja, ist die Beste. Ist Legend-Profi. Das muss man dazu sagen. Die ist totaler Legend-Profi. Die kleine Lara, ja, bekannt aus Funk und Fernsehen wieder mal. Ja, genau die. Entschuldigung. Die war auch schon öfters dabei. In diversen Let's Plays taucht sie mal auf zwischendurch. Meine kleine Regie-Koryphäe. So, und mit der Lara. Zack, 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 zack. Und raus. Ja, das erinnert mich ja alles so ein bisschen an Amanda. Amanda. Ihr werdet auch Amanda noch ein bisschen mehr kennenlernen. Ich muss mich mal kurz hier umdrehen. Die waren das jetzt hier. Das ist schon super lange her. Ich glaube, man konnte hier irgendwie hoch. So, zack. Genau so war mir doch. So, Hallo, Lara. Kannst du darüber klettern? Mhm. War das hier so rüber? Nee. Das war hier so hoch. Zack. Hi. Schön, dich zu treffen. So. Kann ich deine Pistole... Kann ich dein Pistol sammeln? Nee. Dann tausche ich das Pistol. Zack. Und hier rein. Und zack. Und hoch. Ja, Freunde. Wir klettern erstmal hier so ein bisschen hoch. Ja, weil wir es können. Weil wir es können, Freunde. Wir können es. Hey, einfach. Ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt es keine Panther. Dann auch ein Panther gesehen. Oh, scheiße. Das war scheiße. Ich habe auch einen Panther gesehen. Ja, ich habe auch ein paar da gesehen. Zack. Egal, machen wir es einfach nochmal, weil wir es können. So, zack. So. Und hoch, hoch mit dir, Lara. So, zack. Schön, schön, schön. Zack, zack, zack. Und zack. Zack, die Bohne. Ja, du bist aber schnell gestorben, Kollege. Zack. Dankeschön, weil es mir gehört. Ups. Whoppa! Iha! Und mit Lara. Schön hochhopsen. Geile Frau, ey. Geile Frau, Leute. Solltet ihr euch merken. Ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Nein, gibt's das nicht. Ein Jaguar. Und eine verdammte Riesenspinne habe ich auch gesehen. Das war eine Tarantel. Die hast du in der Schule nur gepennt? Entschuldigung. Da drüben ist sie. Wo seid ihr denn? Ach ja. Hi. Hi. Ah, das ist scheiße. Sterb. Sterb, du. Ach,
hinten, Leute. Jetzt bist du dran! Wir sind nah genug. So, du bist tot. Was ist noch so einer von uns? In Reichweite! So. Wer ist das denn? Wo ist denn der letzte da? So, du, genau du. Ich bin keine Schlampe, merkt ihr das? Kann die sich das nicht merken? So, du auch noch. Wenn du es auch noch brauchst. Ach du. Hallo. Das ist aber gut. Ich stopp sie nicht. Hast du Anaya noch in der Leitung? Ja. Sie soll sich unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. Ach du Scheiße. Wo ist er denn? Wenn du sterb. Das ist zwar langweilig, aber kaum. Ja, genau. Wie geht das? Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toru Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Ja, Leute, wir haben schon wieder weitergeschafft und das ist auch gut so. Wir haben neue Kostüme freigeschaltet. Wir können auch die ganzen Zeitspiele demnächst machen. Entschuldigung. So, und es geht weiter in Japan. Was ich ja auch mal nicht so schlecht finde. Aber bevor es weitergeht in Japan, Freunde... Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Ja, und wir sind auf einer schicken Party eingeladen. Was uns jetzt gerade sagt, wir sollten mal speichern. Das haben wir nämlich lange nicht getan. So, und wir speichern. Oh ja. Ja. Okay. Und es geht hier demnächst weiter, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider Thieber Legend.